Hallo zusammen, ich habe hier zwei Kühlschränke. Das eine ist ein Tedford, das andere ist, lassen wir es mal sein. Dieser Tedford-Kühlschrank ist ein Absorber-Kühlschrank. Wir sehen hier das Modell dazu. Das ist ein REFRN 4142E. Und eben, es ist ein Absorber, hier fehlt zwar die Glasplatte. Und das ist ein Kühlschrank, den wir zukünftig als Kompressor nehmen. Ist jetzt eigentlich geplant, ist auf gutem Weg. Wir sehen hier den Tedford, den Absorber. Ist halt sehr schlank, auf der ganzen Tiefe ist das Kocherrohr. Und hier ist der Wemo, hier ist nichts drin. Aber unten sitzt dann der Kompressor, da sitzt jetzt ein BD50F. Hier schauen wir jetzt, dass wir noch natürliche Kältemittel reinkriegen. Wir sind hier jetzt bei uns in der Ausstellung. Das ist auch das gleiche Maß. Hier mit Türe und unten mit Auszug. Das ist der aktuelle Kühlschrank, den wir haben. Der Slim 150 und auch dieser wird betrieben mit dem Danfoss Secop Kompressor BD50F. Hier ist einfach das Kühlaggregat nicht unten, sondern oben drauf. Extern optional mit Kupplungen, dass wir ihn extern einbauen können. Auch im Keller, in der Heckgarage, was dann bei unserem nicht der Fall ist. Wir haben hier ein Wohnmobil und hier war, das ist ein Ledlefs, hier war dieser Tedford verbaut. Und der Kühlschrank sitzt jetzt hier, hier integriert mit dem Auszug hier unten. Und das Aggregat sitzt aber obendrauf. Wir sind jetzt hier bei minus 15 Grad und 7,6 Grad. Und was wir jetzt hier verbaut haben, ist der Widerstand für den Ventilator. Der kommt also leise und wenn es dann warm wird hier unterm Dach, fängt der Kühlschrank, der Ventilator schneller an zu laufen. Hier fehlt jetzt noch die Abdeckung, das ist kein Thema, das kommt nachher alles noch oben drauf. Ja, mehr kann ich zu diesem Kühlschrank-Kompressor eigentlich nicht sagen. Ja, dieser Tedford-Kühlschrank war in diesem Wohnmobil drin. Der funktioniert, der ist in Ordnung, der läuft, aber er kühlt nicht. Punkt. Kühlt nicht. Punkt. Fertig. Zweites ist, wir haben heute Gasrechnung, immer mehr steigen. Dann so ein Kühlschrank hier mit dem Kompressor, den kann ich mit einem 200 Watt Solarpanel durchgehend betreiben. Oder 200 Watt Panel. Da bringe ich ein Set. Abonniert den Kanal, dann hört ihr was davon. Und dieser Kühlschrank hier kommt aus China. Genau das gleiche. Wird aber preislich wahrscheinlich sehr interessant, weil wir keinen großen Zwischenhandel haben, keinen großen Wasserkopf. Meiner ist hier. Und so können wir wahrscheinlich diesen Kühlschrank zu vernünftigen Preisen anbieten. Es ist jetzt ein Container voll unterwegs aus China. Ich sage jetzt keine Termine mehr, weil jetzt habe ich gerade zwei Container, die schwimmen schon fast einen Monat vor Hamburg und das Schiff kann nicht einlaufen, weil im Hafen wird nicht abgefertigt oder sowas. Aber sicher, auf dem Frühling kommt dieser Kühlschrank, spricht nichts dagegen. Wenn ihr jetzt einen Absorber sucht oder einen Kompressor sucht für den Absorber, für den Tedford,
für den Dometic. Alle diese Kühlschränke mit 42 cm Breite sind identisch mit den Baumaßen, weil, wurde mal so vom Hersteller gewünscht, wird jetzt immer von mehreren nachgebaut. Bleibt auf dem Kanal, hier verlinke ich euch den Slim 150, den wir ab Lager liefern können. Das ist die Alternative zu diesen zwei Geräten. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.